Guten Tag, liebe Leute. Guten Morgen, guten Abend, je nachdem, wann ihr das seht. Willkommen zu einer weiteren Folge Fountain of Youth Survival. So, wir machen heute, schauen uns erstmal, also wir hatten ja den Sturmbrecher gebaut. Den kann man, glaube ich, auch noch verbessern, hatten wir gesagt. Ne? Naja, aber wir schauen uns zunächst erstmal von unserem Hauptschiff, der Schoner, die Verbesserung ein. Brauchen wir 5 Äste, die 3 Steinklumpen, einen gebrannten Topf und lange Stöcke noch. Das Werkzeug haben wir im Inventar und das werden wir jetzt als erstes tun. Ja. Viel Spaß bei der heutigen Folge. So, der Karren, der ist dort. Nehmen wir uns mal die Steinklumpen. Ich hätte schon einen Tontopf hier. Einmal die Steinklumpen. Packen wir hier rein. Den Tontopf müssen wir noch brennen. Lehmstreifen. Schade, dass du es nicht so sortieren kannst. Und die Klamotte. Packen wir nicht hier rein. Kein Platz mehr. Packen wir so hier rein. So. Hatten wir hier sogar Büffel. Boxhorn. So, okay. Die 3 Steine. Dann brennen wir uns einen Topf. Dafür haben wir aber keinen Brennstoff. Aber wir haben noch. Wir müssen jetzt mal Äste farmen. Können aber davon noch welche nehmen. Mal einen langen Stock rein, entzünden. Und dann möchten wir einen Topf brennen. Einen normalen haben wir schon hergestellt. 39 Minuten. Hier hätte ich gesehen, es hat geregnet. Leider ist das fast nur dafür da, um manuell Wasser einzufüllen. Das ist scheiße. Da brauchen wir nicht. So. Äste haben wir da auch noch drin. Und 5 kleine Äste haben wir jetzt auch nicht mehr. Die müssen wir uns noch mal holen. Aus irgendeinem Busch. Holen wir uns noch mal rasch. Die hätten wir alle abgefarmt, ne? Alle abgefahren, muss man die Bäume ran. Den Baum hatten wir auch, da dürfte nichts dran sein. Ja, immer nehmen wir einen anderen. So, 1, 2, 3. Oh, das ist so nervig immer, ne? Reicht noch nicht. Haben wir uns ein paar. War mir klar. Jetzt hat den. Ne, die brauchen wir nicht. Sind wir leicht vergiftet, aber wir haben noch Skorpionenkram hier irgendwo. Hier. Jetzt regnet es noch einmal. So, okay, reicht das mal. Das reicht erstmal. Sollten wir sie jetzt verbessern können eigentlich, die Schoner schon mal. Nehmen, Feuer löschen. So, dann können wir hier nochmal auffüllen und trinken. Auf geht's. Ich glaube, wir haben alles für die Verbesserung der Schoner. So. So, aber 4 Stöcker waren es.
die Dinge. 6 Stücke, okay. Dann mal alles drin. Repariere das Schiff, bevor du es verbesserst. Okay, aber... Wir haben hier noch Reparatursatz drin, hoffe ich. Das wäre jetzt natürlich wieder blöd, ey. Schiffsreparatursatz. So, jetzt sind beide weg. Jetzt können wir sie verbessern. Ah, jetzt sind wir hier reingeglitscht. Abbrechen. Boah, shit. Bewegen. Waren wir jetzt nicht schlau genug. So. Jetzt rennt es durch. Oh. Genau. Dauert 2 Stunden. Sehr schön. Jetzt haben wir einen neuen Bauplan bekommen. Eine Maschine hat auch noch nicht angeguckt. Welche denn? Hier? Ah ja, für die Farm. Geteilte Baumstämme, hohle Baumstämme. Kann ich für den Anbau von Pflanzen verwendet werden. Hat 6 Slots für die Pflanzenzucht. Kapazität des Wassertanks. Oh, Wasser wird immer heftiger. Für Wasser haben sie keine vernünftige Lösung, ey. Um es zu automatisieren. 15 Einheiten. Eine Kompostgrube. Kann zur Herstellung von Dünger verwendet werden. Also wir müssen Baumstämme farmen erstmal. Großartiger spanischer Schoner. Lässt sich nochmal verbessern. Lässt sich tatsächlich nochmal verbessern. So, da haben wir noch einen Schiffsreparatursatz. Kann man gleich hier draufballern. Oh, jetzt haben wir hier auch noch ein Baumstammlager auf dem Schiff. Das ist natürlich ganz geil. Zack. So, na gut. Dann holen wir uns erstmal Baumstämme. Müssen wir uns wieder Wasser einfüllen hier. Oh. Baumstämme werden wir uns jetzt holen. Aber es ist schon wieder dunkel, ne? Ja, wir müssen erstmal schlafi machen. Ist noch Regenwasser drin? Ja. Gute Nacht. Durchnässt, aber wir sind gesund. Nicht ganz fit. So. Den Baumstammkarren, dann geht es los. Wenn wir so ein bisschen roden gehen, Leute. Den Karren hier voll machen. Und noch ein Schild. Wir haben den Schildkrötenpanzer hier. Warte, der hat nur einen abgeworfen letztens. Ist das ein Bug vom Spiel? Ist das geduped? Jetzt mal wenigstens mal einen Kompost und sowas bauen noch. Wir gehen mal tiefer rein, dass wir uns hier nicht alles hässlich roden. Die wachsen ja wieder nach, was dauert, ne? Wir brauchen geteilte Stinks. Brauchen wir. Du kriegst jetzt 2 pro Stamm raus, hat man gesagt. Dann wird wieder ein schneller, harter Arbeitstag.
die Schoner nochmal aufbessern, Alter. Das ist natürlich krass, ne? Das ist natürlich krass. Und das war auch gar nicht so billig, wie wir gesehen hatten. Werden wir aber auch nochmal uns drum kümmern, würde ich sagen, ne? Bin ich hier irgendwas rum? Was sagt der Blick? Ne. Stereo und sowas passt auf jeden Fall. Da. Schön versteckt. Okay, weiter geht's. So, ich glaube, mehr passt nicht drauf. Können wir erstmal ein paar herstellen. Hier ist wenigstens schönes Wetter. Kraft tanken. Genau, gut erschöpft, das sieht man da unten. Wir haben jetzt einen Kompost und ein Pflanzbeet zum Testen mal herstellen. Hier im Grünen werden wir das tun. Gleich kann man die Dinger nicht aus der Hand legen, ey. So. Das waren geteilte Baumstämme, ne? Herstellung, Maschinen. Sechs geteilte Baumstämme und ein hohler Baumstamm. Was hatten wir noch fertig? Noch zwei geteilt, also machen wir zwei Bäume erstmal. Und aus dem halben können wir, glaube ich, nochmal einen hohlen machen. Einen hohlen? Ne, das geht auch nur aus dem großen. Schade. Boah, es ist natürlich schwer. Wir brauchen die Karre hier. So, packen wir mal noch einen drauf. Legen wir mal kurz hier hin. Den halben wieder weg hier. Und holen uns die Karre. Hat er nicht noch einen Hohlen irgendwo? Hier nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Okay. So. Pack den hier rein. Dann brauchen wir noch einen Hohlen. So, somit sollten wir erstmal das Beet haben. Und was war mit dem Kompost? So, Falle. Krebse, Hunden und so weiter. Okay. Auch nochmal Friere, das heißt, da müssen wir nochmal zwei Stämme zerlegen. Geteilt.
zweiter Baumstamm. Zack. Und nochmal ein. Und ja, zwei pro Stamm. So, und dann werden wir uns jetzt mal ein Plätzchen suchen hier. Hinterm Haus. Das ist natürlich weit weg vom Wasser. Hier neben das Haus packen wir das einfach. So. Herstellung. Oh, schön groß. Du kannst es nicht richtig, du kannst keine andere Perspektive, um das so wunderschön zu platzieren. Ihr wisst, ich bin ein Symmetrien-Fanatiker. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und den einen. Oh, da brauchst du eine Schaufel sogar für. Nice. So sieht dann so unser Beet aus. Jetzt haben wir jetzt Neues bekommen. Verbesserte Farm. Hat 6 Slots Kapazität des Wassertal, also mehr Wasser. Verringert den Zeitaufwand um 10%. Was braucht man dafür? Nochmal einen Stamm für 2 Holzbretter. Nochmal 3 Stämme, also 4. Und nochmal einen, sind nochmal 5. Müssen wir nochmal 5 Stämme holen. Machen wir auf jeden Fall. Und den Kompost, der stinkt. Den platzieren wir hier hinter mal. Da waren die anderen 4 Bretter für. So. Auch mit der Schaufel. Zack. Building Kompost. So. Platz 1. Was macht man denn da? Dünger. Ah, da können wir das Rotten Food für nehmen zum Beispiel. 3 Plätze. Für Dünger. Rotten Food. Da haben wir auch noch was liegen, Freunde. Aber wir müssen schon wieder schlafen gehen und dann gehen wir nochmal Holzstämme farmen. 2 hätten wir noch, die reichen aber nicht. So. Das Essen. Und dann gehen wir schön schlafen gehen. Schlafi, schlafi. Wir sind auch total erschöpft. Mit dem harten Arbeitstag. 10 Stunden pennen. Sehr schön. Dann geht das weiter, Leute. Dann holen wir uns nochmal ein paar Baumstämme. Dann verbessern wir den Kompost gleich. Palmen würde ich auch ungern fällen. Lieber. Hau ab. Füchschen. Gleich will. Aber es sieht bewölkt aus. Es sieht bewölkt aus. Gleich werden wir wieder von einer Schlange gebissen. Ich höre es schon. Da liegt nur ein Pfeil. Glaube ich. Ja. So. Und unsere Säge geht auch kaputt. Aber ist nicht schlimm. Reparieren oder neue herstellen. Wir haben noch Obsidian. Noch mal ein bisschen wandern. Machen wir mal voll den Karren. Was ist das denn für ein Baum? Ah, Eukalyptus gibt's hier. Können wir nicht mehr fällen. Ist kaputt oder was? Ist kaputt. Haben wir eine Scherbe dabei? Natürlich nicht. Aber das sollte reichen. Nur eine Steinaxt? Nee. Eine Steinaxt. Fehlt uns Stein.
hier irgendwo ein Steinchen rum, ey. Bogenes Essen. Vielleicht für Dünger. Kriegt das endlich auch nochmal einen Verwendungszweck. Aber hier finden wir jetzt gerade keinen Stein, glaube ich. Eventuell hier unten. Hier gab es noch einen Steinhaufen immer hier. Da. So, Herstellung. Steinaxt. Sehr schön. Machen wir den Karren noch voll, Leute. Jetzt finden wir da dank unseres Blicks auch wieder. So, jetzt reicht's auf jeden Fall. Skorpion. Auf da, einen noch. Einen holen wir uns noch. Sehr schön. Hier nur 6 drauf. Es gibt ja noch den verbesserten Kahn, da kannst du glaube ich ein paar mehr holen, aber bisher hat der ja gereicht. Da hinten sieht man ein schönes Dach von unserem Häuschen. Das haben wir jetzt noch in der Folge den. Das Beet. Die Schoner noch mal auf die letzte Stufe bringen, ey. So. Noch 2, das reicht jetzt auf jeden Fall. Was war's? Besserung. Ach, das sind ja nur 2 Holzbretter. Wieso haben wir denn so viel gelesen vorhin? Na gut. Dann machen wir das mal schnell. Bretter waren es, genau. Der Schaufel wird das auch wieder gemacht. Sehr schön. Neuer Bauplan, was haben wir jetzt noch? Nochmal eine Stufe. Ausgezeichnete Farm. 25 reduziert Zeitaufwand 25%, Wassertank noch mal größer. 3 Bretter, 6 Stämme, ein hohler Stamm, das machen wir jetzt auch noch. Und Kupfer haben wir noch eins, ne? Ja. So. Gucke ich noch mal kurz, nicht, dass wir noch mal los müssen. Es ist nur ein Holzbrett, okay. Weil die sehen, du könntest das jetzt komplett schon bauen, dann bräuchtest du die ganzen Materialien von ihnen. Ein Holzbrett. Ist die Säge kaputt? Ha. Müssen wir erstmal reparieren mit Obsidian. Kann man das im Inventar machen? Glaube nicht, ne, oder? Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Da. Reparieren. Brauchen wir es mal beim Herstellen. Obsidian, Axt. Da brauchst du nochmal einen Griff. Und die Obsidian, Axt, Klinge. Und wir machen die Säge. Stellen wir nochmal eine her. Genau, und die andere zerstören wir einfach. Weil die denn wieder frisch ist. Eine Stunde.
So, dann machen wir das Brett. Ja, wir haben uns verletzt, weil dunkel. So, dann mal dran das Ding hier. Überlebenspunkte erhalten. Jawohl. So, das Beta haben wir jetzt auch voller Pulle. Rezepte. Das sind die ganzen verschiedenen Sachen. Wassertank ist wieder wie gewohnt hin und her füllen. Und Betten. Dünger muss dann da rein. Gut, gehen wir erstmal schlafen, Leute. Gehen wir erstmal schlafen. Ein Holzbrett haben wir hier noch. Da müssen wir eigentlich das Ding noch reparieren. Und dann machen wir uns nochmal eine Obsidian-Axt. Aber wir schlafen erstmal eine Runde. Wasser trinken. 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 Bisschen was essen noch. Und dann geht's ins Bettchen. So. Zack. Früh am Morgen. Ja, machen wir uns nochmal die Obsidian-Achsen. Wo kriegen wir das Ding her? Einmal damit. Unsere anderen Scherben. Und den langen Griff kriegen wir doch hoffentlich, wenn wir das alte Ding zerlegen, oder? Mal so finden würden. Ja. Auseinandernehmen. Ich glaube, da kriegen wir den Griff. Ja, genau. Dann können wir jetzt nochmal eine frische bauen. Genau. Sehr schön. Haben wir das auch gemacht. Ampule mit Kupferspitze müssten wir auch nochmal reparieren. Oh, dass du das dann immer nochmal schließen musst. Lässt sich die nicht reparieren? Nein. Zerstören. Bestätigen. So, nochmal Harpune. Kupferspitze. Einmal den starken Ast. Und einmal eine Kupferpfeilspitze. Pfeilspitze. Kriegst du drei Stück raus aus einem Erz. Zack. Den Stoff haben wir jetzt nicht, aber in der Karre noch. Großen Ast einfach. Ah ne, ich brauche Kohle. Das machen wir jetzt noch schnell, Leute. Dann sind wir eigentlich auch schon wieder durch für heute. Und wollen wir uns beim nächsten Mal mit Pflanzen und so beschäftigen und gucken, dass wir noch ein Upgrade für die Schoner bekommen. Kohle 1, gib mal 1 her, wird ja wohl reichen, oder? Hinzufügen für 3 Stunden. Mach mal an das ganze Ding. So, und dann wollen wir Kupferspitzen herstellen. Mit Hammer. Schmiedehammer haben wir. Okay, Feuer löschen. So, nochmal Harpune. Den Ast haben wir in der Karre an der Werkbank. Das ist noch so ein gebogener Ast. So, platzieren. Eine Stunde. Zack. Sehr schön. Haben wir gemacht. Ja. Dann haben wir uns. Werden wir uns dann mit den Pflanzen beschäftigen. Hauen wir den Kompost nochmal voll hier mit Dünger irgendwie und gucken, was da so reinpasst. Und dann lassen wir das mal ein bisschen verwesen, Leute. So. Zufügen.
Wähle einen Bauplan aus. Dünger. Achso, platzieren. Platzieren. Drei Stück kann ziehen. Muss man nochmal einen Kompost bauen dann beim nächsten Mal. Das mit zwei haben. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Lasst gerne einen Daumen oben da. Support ist kein Mord und hilft immer weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend oder Nacht, je nachdem wie spät es ist. Und bis zum nächsten Mal. Euer Master.